Zu Recht schreibt ihr mir, hey Ubi, stell uns doch mal irgendwelche Autos vor, die wir uns noch leisten können. Euer Wunsch ist mir natürlich Befehl. Also aus dem Hintergrund steht jetzt ein solches Fahrzeug hier vor der Kamera. Nämlich ein wunderschöner Kia Ceed Sportswagen. Und zwar im Modelljahr 2023, frisch modellgepflegt, Mitte des Jahres. Und hier steht er in der sportlichsten Ausstattungslinie GT-Line vor der Kamera. Mir gefällt der Wagen bereits jetzt schon richtig gut und das liegt auch schon hier an der wunderschönen blauen Metallic-Lackierung und diesen tollen 18-Zoll-Rädern. Der Wagen steht hier einfach leuchtend vor der Kamera und ich finde, alleine das hat doch schon mal so ein bisschen was dafür, dass das Lächeln einem wieder ein bisschen ins Gesicht getrieben wird. Was haben wir heute vor? Wie immer nehme ich euch mit auf meine Verbrauchsfahrt. Wir fahren immer die gleiche Strecke ab, 115 Kilometer etwa. Die Strecke umfasst 50% Überland, 40% Autobahn, VMAX 140 Stundenkilometer, 10% ist der Stadtverkehranteil. Da wollen wir natürlich herausfinden, wie sich dieses Antriebspaket, was hier unter der Haube steckt, nämlich ein 1,5 Liter Vierzylinder Turbobenziner, gekoppelt an ein 7-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe, wie der Motor sich hier macht, wie effizient er natürlich auch unter Alltagsbedingungen sich bewegen lässt. Wir wollen herausfinden, wie sind die Platzverhältnisse, denn wir haben ja hier einen Kombi. Ist der Kombi der Golfklasse hier auch mit dem Golf zu vergleichen, was die Platzverhältnisse angeht? Was kostet der Wagen am Ende? Und natürlich, was ist meine persönliche Meinung? Wenn euch das Ganze jetzt interessiert, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, seid mein heutiger Fahrgast, liked das Video und schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentarbox, damit wir am Ende des Videos auch über den Kia Ceed Sportswagen diskutieren können. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit mir, dem Ubi und diesem wunderschönen Koreaner. Der Kia Ceed Sportswagen ist einer der stärksten Konkurrenten in meinen Augen mit auf dem Markt gegenüber dem VW Golf Variant. Der wurde jetzt im Jahre 2022 modellgepflegt und hat eine neue Front und einen neuen Heckabschluss bekommen sowie diverse Überarbeitungen hier im Innenraum. An der Front sind vor allem die neuen LED-Scheinwerfer am auffälligsten, sowie die neue Tigernase hier samt neuem Kia-Logo, die auffallen. Besonders bei den Tagverlichtern gefallen mir diese drei Punkte, die sind sehr schön, aber geben so einen kleinen sportlichen Tick und auch die Tigernase hier mit diesen silbernen Elementen sorgt ebenso wie mit den schwarzen Applikationen der GT-Line für einen sportlich dynamischen Auftritt. Der Kia Ceed Sportswagen ist im Übrigen 4,61 Meter lang, hat eine Breite mit den durchaus etwas länglichen Außenspiegeln von 2,06 Meter und eine Bauraumhöhe von 1,46 Meter als GT-Line. Als normale Version ist er leicht höher. Das liegt einfach daran, dadurch, dass die GT-Line eine sportliche Fahrwerksabstimmung mit leichter Tieferlegung hat, ist das Auto etwas flacher und die Anbauteile sind etwas voluminöser. Damit wird er dann eben knapp einen halben Zentimeter länger. Hinter der elektrisch öffnenden Heckklappe gibt der Ceed Sportswagen einen sehr großzügigen Kofferraumpreis und zwar 625 bis 1694 Liter sind es hier. Ja, ein Skoda Octavia packt mehr oder ein Golf-Variant, aber der Kofferraum ist gut nutzbar. Wir haben einen ebenen Laderaumboden, wir haben hier auch diverses
diverse Möglichkeiten, die Ladung zu sichern, entweder hier mit einer Traverse, die das Ganze dann eben trennt, oder aber Verzurrösen, die hier auf Schienen verschiebbar sind, sowie diverse Ablagefächer, die uns hier zur Verfügung stehen. Es gibt auch ein Trennnetz für die Ladungssicherung, was natürlich der Sicherheit dienlich ist. Die Rücksitzlehnen lassen sich federvorgespannt umlegen. Es gibt eine fast ebene Laderaumfläche und wir können hier auch wirklich gut und sehr lange Gegenstände hier entsprechend einladen. Auf den Rücksitzen dann gibt es genügend Knie- und Kopffreiheit. Auch die Kindersitze können mit Isofix wunderbar hier gesichert werden. Die Türausschnitte sind angenehm breit, sodass man auch Kinder und Kindersitze hier gut auf die Fondbank buxieren kann. Es gibt in der Mittelkonsole dann tatsächlich Luftaustritte sowie Stromanschlüsse hier. Also auch hier fühlt man sich gut aufgehoben im Fond. In der ersten Reihe ist natürlich das Ganze dann vorzüglich gestaltet. Wir haben in der GT-Line sportlich ausgeformte Sitze, deutlich stärkere Wangen, die hier den Körper auch besser fixieren und das auch eben für dynamische Fahrmanöver bestens geeignet sind. Einzig eine Schenkelauflage, die ausziehbar wäre, würde ich mir noch wünschen. Wir haben jetzt hier die Leder-Alcantara-Ausstattung. Die fühlt sich richtig gut an, vor allem weil die Mittelbahn mit diesem Alcantara-Stoff hier schlicht und ergreifend nochmal für ein bisschen mehr Haftung sorgt und das Ganze auch weniger schwitzig macht. Die Sitze sind beheizbar, sowohl vorne als auch hinten. Und wir haben ja auch noch eine Lenkradheizung, die ich natürlich sehr begrüße mit meinen stets klammen Fingerchen. Im Cockpit hat sich auch im Wesentlichen was getan. Wir haben ein voll digitales Kombi-Instrument, 12,3 Zoll groß. Die Anzeigen lassen sich individuell einstellen. Es gibt vorgefertigte Grafiken, die man sich hier abrufen kann über den 10,2 Zoll großen Mediabildschirm des UFO genannten Bediensystems und Kia Connect ist natürlich ebenfalls mit vorhanden. Das heißt also, das System hat einen Internetzugang, hat auch einen WLAN-Zugang. Damit gibt es dann natürlich auch Echtzeitverkehrsdaten. Unter anderem Apple CarPlay und Android Auto sind natürlich ebenso mit an Bord wie diverse USB-Schnittstellen und auch eine induktive Ladeschale für das Smartphone ist hier vorhanden. Wir haben zwei Becherhalter, eine gute Armauflage. Der Touchscreen liegt auch in perfekter Höhe, lässt sich gut bedienen, lässt sich sauber ablesen. Tolle Grafikauflösung und auch das Bedienkonzept. Ja, das benötigt zwar den ersten Moment der Orientierung, aber es gibt Direktwahltasten hier via Touch. Die sind natürlich sehr einleuchtend und damit navigiert es sich dann auch sehr schnell und ohne größere Ablenkung vom Verkehrsgeschehen durch dieses System hindurch. Die Verarbeitungsqualität hier im Seat Sportswagen ist sehr gut. Wir haben zwar eher härtere Kunststoffe verbaut, aber alles wirkt in sich sehr solide. Nichts knarzt, nichts klappert. Auf dem Armaturenträger gibt es dann auch noch eine feine Doppelziernaht. Das Ganze wirkt sehr elegant und sehr aufgeräumt. Sehr gut, auch in meinen Augen. Hier ein weiter klassisches Bedienelement für die Zwei-Zonen-Klimaautomatik, sodass man hier wirklich alles sehr blindlings bedienen kann. Unter der Motorhaube arbeitet ein 1,5 Liter Vierzylinder Turbo-Benzinmotor bei unserem Testwagen. Der liefert 118 kW Leistung und 253 Newtonmeter maximales Drehmoment. Damit beschleunigt er den 1,4 Tonnen schweren Seat Sportswagen in lediglich 8,8 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. 210 km/h ist die eingetragene Höchstgeschwindigkeit, die auch zuverlässig und recht zügig auf der Autobahn erreicht wird. In unserem Testwagen arbeitet der Motor zusammen mit einem 7-Stufen Doppelkupplungsgetriebe, welches 1.600 Euro Aufpreis kostet gegenüber der 6-Gang-Handschaltung. Der Antrieb selber arbeitet sehr ruhig und auch vor allem kräftig, wenn man ihn denn mal ausdreht. Es gibt immer so eine kurze Gedenksekunde, die aber eher aus dem Getriebe stammt, bevor der Kraftschluss auch hergestellt wird und dann auch in Vortrieb umgesetzt wird. Das gefällt mir eben nicht sonderlich gut. Das Doppelkupplungsgetriebe nervt hier zuweilen wirklich im Komfortmodus mit sehr starken Schaltverzögerungen, simuliert hier schon sehr stark einen alten Wandlerautomatik,
Getriebe, wie ich finde. Und das passt nicht zur aktuell eher dynamischen Auslegung eines solchen Fahrzeugs und auch so eines solchen Getriebes. Erst im Sportmodus werden dann wirklich die Gänge Zugkraft unterbrechungsfrei gewechselt. Das muss man mögen. Der ein oder andere steht sicherlich drauf, wenn diese Gänge eher sehr gemächlich gewechselt werden. Mich persönlich stört es in dem Fall, weil es hier einfach eher ja, alt und altbacken wirkt und zumal auch wirklich die Zugkraftunterbrechung sehr deutlich hier ausfällt. Der Motor arbeitet insgesamt akustisch sehr zurückhaltend, hat einen sehr schönen Drehmomentverlauf, dreht auch willig aus, bleibt dezent im Hintergrund, erst im oberen Drehzahlbereich ab 5000 Drehungen, da klingt er dann angenehm kernig, ohne aber dabei lästig oder störend zu wirken. Das passt hier insgesamt sehr, sehr gut. Das ist ein sehr, sehr stimmiges Bild, was der Antrieb hier zeichnet. Beim Fahrwerk, ja, da ist es dann auch wieder so ein bisschen zwiegespalten. Wir fahren hier ja die sportliche GT-Line, die mit einem sportlichen Fahrwerk ausgestattet ist, etwas tiefer gelegt ist. Das ist optisch sehr, sehr schön, auch gerade mit diesen tollen 18 Zoll Leichtmetallrädern, die wir hier drauf haben, die auch Aufpreis kosten. Aber das geht doch sehr deutlich auf den Fahrkomfort. Man merkt es gerade so, kurze Stöße werden direkt und fast ungefiltert weitergereicht. Das ist ein trockenes Überrollen von Unebenheiten. Das Fahrzeug wirkt hier insgesamt einfach sehr dynamisch, liegt aber auch sehr straff auf der Straße, hat einen guten Fahrbahnkontakt, gerade wenn man sehr dynamisch um über kurviges Geläuf unterwegs ist. Dann macht der Seat Sportswagen hier richtig Spaß, eben auch weil der Antrieb angenehm kräftig ist und hier stets noch Leistungsreserven parat hält. Die Lenkung dabei ist angenehm leichtgängig, bietet genügend Rückmeldung, aber ist insgesamt etwas indirekter ausgelegt in ihrem Ansprechverhalten, passt aber insgesamt hier meiner Meinung nach gut zum Charakter des Kia Seat Sportswagen. Bei den Fahrassistenzsystemen hat Kia ebenfalls durch die Modellpflege nochmal einen draufgelegt. Alle Assistenzsysteme wurden quasi deutlich verbessert. Es gibt jetzt eben teilautonomes Fahren hier im Kia Seat nach Level 2. Plus das Fahrzeug hält die Spur aktiv, den Abstand aktiv und es gibt den sogenannten Highway Driving Assist. Das Fahrzeug kann also sehr genau die Spur halten, unterstützt hier auch eben den Fahrer zum Beispiel beim Abbiegen mit dem Abbiege-Assist. Es gibt hier eine Notbremsfunktion, es gibt Querverkehrswarnung. All diese Systeme sind dann hier ebenfalls an Bord, wenn man dann das Kreuzchen für das Assistenzpaket gemacht hat. Ich werde jetzt keine weiteren Kreuzchen machen, sondern werde mich auf den Weg zum Fazit machen. Und da sehen wir uns dann gleich mit der Endabrechnung hier zum Verbrauch des Kia Seat Sportswagen und natürlich auch meine persönliche Meinung sowie dem Kosten des Fahrzeuges. Ja, ihr habt mir befohlen, ich soll mir etwas suchen, das etwas preiswerter ist im Kaufranking. Und hier steht er, der Kia Seat Sportswagen. Und ich muss sagen, ein echt tolles Auto, was die Koreaner hier auf die Beine gestellt haben. Das Kombi-Heck steht ihm auch richtig gut, wie ich persönlich finde. Aber auch als Hatchback hat er schon echt was sportlich-dynamisches. Also die Linienführung gefällt mir sehr gut. Hier die GT-Line wäre jetzt wahrscheinlich nicht meine favorisierte Ausstattungslinie aufgrund des etwas zu harten Fahrwerks, was damit einhergeht. Oder man würde vielleicht sogar auf die 18 Zoll Räder verzichten und mit den standardmäßigen 17 Zoll Rädern klarkommen. Der Wagen übrigens, so wie er da steht, kostet 38.010 Euro. Ich finde, das ist für das gebotene Package hier ein echt guter und fairer Preis, zumal Kia ja auch noch 7 Jahre Herstellergarantie oder bis 150.000 Kilometer, je nachdem, was als erstes eintritt, gibt. Und auch das ist natürlich ein ordentliches Versprechen und sorgt auch dafür, dass man hier auch Langzeitqualität erfährt.
Der Wagen hat ja einen 1,5 Liter Vierzylinder Turbomotor und natürlich ist die große Frage aufgrund der aktuellen Spritpreise, ja, wie effizient arbeitet denn dieses kleine Triebwerk hier? Erstens ist es sehr kraftvoll und hat auch wirklich einen schönen Durchzug und lässt sich auch sehr schön angenehm fahren, zumal er sehr zurückhaltend in der Akustik ist. Also für meine Begriffe ein sehr, sehr schöner Alltagsantrieb, den wir hier haben. Mit angegebenen 6,1 Litern Verbrauch laut WLTP steht er denn hier vor uns und der Bordcomputer hat dann tatsächlich einen Wert von 5,6 Litern ausgespuckt und nach Tankung waren es dann 5,7 Liter. Ich würde mal sagen, das ist ein respektabler Wert für einen gut rund 1,5 Tonnen schweren Kombi, der hier mit 160 PS auch sehr zügig eben voran galoppieren kann, wenn man das möchte. Jetzt bin ich fertig und werde gleich noch ein paar Runden mit dem Kia Ceed Sportswagen durch die Lande galoppieren. Jetzt dürft ihr mir aber eure Meinung unten in der Kommentarbox hinterlassen. Wie hat euch das Video gefallen? Wie gefällt euch der Kia Ceed? Welchen Kombi in der Kompaktklasse würdet ihr euch kaufen? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Lasst uns diskutieren. Ich bedanke mich fürs Reinschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Sage Tschüss und Servus, euer Ubi.